Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Crysis. Was war das eben? Verdammt, seht ihr dieses Ding? Weiter, weiter, wir müssen Chester finden. Nach Osten, gehen wir, vorwärts! Ihm ja. Nach, los, los! Ja, los! Was war das denn? Oh, Schluck auf. Vorwärts, wir müssen Chester finden. Brechen wir auf! Ich will immer sprinten und duck mich dabei. Da ist er, los, springen Sie! Wo? Was? Maximale Stärke. Daten werden geladen. Alter, was war das denn bitte? Ach, beliebige Taste drücken, das mache ich doch glatt. Gut. Verdammter Mist. Oh, verdammt! Was ist hier los, Boss? Wir sterben wie die Fliegen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Mein Wort darauf. Und jetzt zur Seite. Ich muss ihn neutralisieren. Mach's gut, Kumpel. Hm. Er war ein guter. Maximale Stärke. Aufpassen, Jungs. Kommunikationszentrum voraus. Maximale Panzerung. Scar-Munition. Oh Mann, unser Armer, ey. Psycho, geben Sie uns Deckung. Okay. Nomad, Sie kommen mit. Verdammt, nichts als Leichen. Sonst ist alles okay. Rücken Sie zum Ü-Wagen vor. Greife auf den sicheren Kanal der KVA zu. Nomad, Sie und Psycho sichern das Gelände. Hören Sie, die KVA hält in dem Dorf einen Zivilisten fest. Das ist nur einen Klick entfernt. Könnte einer von Rosendahls Leuten sein. Nomad, durchsuchen Sie das Dorf und sammeln Sie möglichst viele Informationen. Ich bleibe hier und überwache Ihren Funkverkehr. Die Lokalisierung der Geisel hat Priorität. Verstanden? Verstanden. Psycho wird Ihnen helfen, sobald wir hier fertig sind. Na dann mal los. Wenn wir irgendwas durchsuchen, haben wir ja noch irgendwo... Da liegt was. Ein Hammer. Das ist ja der Hammer. Nichts, gar nichts. Alles nur so scheiß Papphäuser. Was war das denn? Kohlköpfe. So, da haben wir ein Auto. Ich glaube, das ist hier bei Crysis irgendwie gerade die Ruhe vor dem Sturm. Ganz langsam, Jungs. Hier wimmelt es von Scharfschützen und Patrouillen. Ich werde jetzt einen Treffpunkt sichern. Wir bleiben in Kontakt. Nomad, ich suche mir eine erhöhte Position. Melde dich, wenn du im Dorf bist. Tarnfeld aktiviert. Das wird da so einfach sein, tut mir leid. Maximale Panzerung. Wäre zu blöd zum Auto das lassen.
So, let's go. Haben wir irgendwo wieder so ein beschissenes Boot? Ist irgendwie alles abgeriegelt mit hier so Kampfträger. Keine Ahnung, wie die heißen. Maximale Stärke, maximales Tempo. Links an der Küste war eine Ruine. Schau mal, wer da unten liegt. Na also. So, und ihm hier schießen wir ganz freudig ins Gesicht. Schlaf gut. Ja. Ups. Au. Tarnfeld aktiviert. I see a Scharfschütze. Oder I have seen a Scharfschütze. Der schießt scharf. Vorsicht. Aktiviert. Wo schießt er denn? Sehe nicht. Maximale Panzerung. Ob Sie es glauben oder nicht, aber wie es aussieht, ist General Ri Chang-kyong für die gesamte Operation verantwortlich. Wer? Der Typ, der vor ein paar Jahren dieses Massaker befohlen hat. Was will er denn hier? Weiß ich nicht, aber halten Sie die Augen offen. Diese Typen sind Profis. Das sind Amateure, die viel Glück haben. So, wo ist denn dieser verfickte Scharfschütze jetzt? Den will ich gerne haben. Energie kritisch. Kacke. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Da. Maximale. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Reloading, halt. Hast du gute Munition? Ich, hallo. Was liegt da denn? Kappe. Nein, ich will keine Schrotflinte. Der da unten hat auch eine Schrotflinte dabei. Der sitzt so friedlich da. Er betet. Der überlegt jetzt bestimmt Hölle oder Himmel. Tarnfeld aktiviert. Oh Mann, ich finde Sniper. Könnte ich jetzt so geil ausschalten. Hoffentlich sind das wirklich nur zwei. Ach, na gut, drei. Eigene Mann erschossen. Ich glaub's nicht. Ah, dankeschön. Was? Ha! Eigene Granate, ich glaub's nicht. Fett. Das war die eigene Granate. Nein, das sind Amateure. Die haben nur sehr viel Glück. Tarnfeld aktiviert. Ping Pong. Kacke. Einfach ins Gebüsch gezimmert. Hi. Ruhestörung! Tarnfeld aktiviert. Ich kenne keine maximale Panzerung. Wenn benutzt Schalldämpfer, ihr Vollidioten. Oh, morgen. Oh, der hat mir voll ins Gesicht gesammelt, der Arsch.
Fäng in die Fresse! Biatch! Hast du? Nein. Hast du? Nee. Mann, ich hatte doch vorhin so schön Munition bei denen gefunden. Haben wir nicht ordentlich geguckt, wa? So, da wissen wir, da kommen gleich wieder welche angekackt. Angekackert. Granate! Ups. Läuft der denn hin? Sie nähern sich einer Radarstation der KVA. Finden Sie einen Terminal und greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Eieiei, ei, ei, hör auf zu zittern. Tarnfeld aktiviert. Glück gehabt. Jetzt haben wir da einen Stützpunkt. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Schleichen wir uns doch leise rein, machen das Ding aus und wieder raus. Tarnfeld aktiviert. Komm ich denn hier runter? Hinten rum, ha? Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt diese ganzen Stützpunkte abklapper, außer Munition vielleicht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange geht die Folge schon. Ich habe hier unglaublich viele Aufnahmedateien. Alle nur so. Eine ist 13 Sekunden lang. Moment, Handy hat ge... So. Wo waren wir? Ich habe hier unglaublich viele Aufnahmedateien, eine 13 Sekunden lang. Die anderen, die sind immer so um die 3,72 GB groß. Genau 3,72. Glück. Also ist schon ein bisschen seltsam. So, hier haben wir was Größeres. Maximale Panzerung. Nur mal kurz hier so. Tarnfeld aktiviert. So. Dann kicken wir mal. Wenn die Zapfsäule MG. Der Tankstelle hochgehen würden, das wäre der Fall. Hier ist Psycho. Ich rücke jetzt in das Dorf vor. Ich gebe dir Feuerschutz. Dann mach mal. Maximale Panzerung. Das Wasser sieht ja auch nice aus. Maximale Panzerung. Das hört sich auch irgendwie dumpf an, sag ich mal. Tarnfeld aktiviert. Das Wasser gefällt mir echt gut. Ey, hör auf zu pissen. Maximale Panzerung. Ertrinke. Tarnfeld aktiviert. Was steht da? Danger. Mines. Oh ne, keine Minen. Wie sieht man so schlecht? Wie sehen denn die Minen hier aus? Tarnfeld aktiviert. Nomad, ich bin jetzt im Dorf. Warte auf Bestätigung des Ziels. Nomad, wie es aussieht, hat die KVA ihr Hauptquartier im Rathaus. Das ist gleich neben der Schule. Wir müssen die Geisel finden. Suchen Sie im Gebäude Hinweise, wo sie sein könnte. Da sind Minen.
Nichts, er wird mich gleich eine wischen, ich weiß das schon. Energie kritisch. Wenn ich mich jetzt entlocke. Maximale Panzerung. Ganz ruhig. Hey! So, ich bin drin. Wo ist die Tankstelle? Ich habe leider keine Granaten mehr. Oh. Maximale Panzerung. Zack. Alter, habe ich mich erschrocken. Was ein Knall. Ich habe das ja mit Kopfhörern. Ah. 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 Oh. Kann ich denn meine Granaten wechseln? Drecksack. Ich bin hier der Babo. Wo sind sie? Der steht hinterm Einkaufswagen und überlebt fast. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Nein, ihr habt mich nicht. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Was schießt? Hui. Auch mal hier Muni einsammeln. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ups. Will ich gar nicht. So. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Unten vorüber. Maximale Stärke. Schnauze. Dahin. Energie kritisch. Passiert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch.
Maximale Panzerung. Pro Gaming. Nomad, ich bin jetzt im Dorf. Och nee. Nomad, wie es aussieht, der KVA ist im Hauptquartier im Rathaus. Das ist gleich neben der Schule. Wir müssen die Geiseln finden. Freundliche Hinweise, wo sie sein könnte. Maximale Panzerung. Das ist ja ätzend jetzt. Tarnfeld aktiviert. Was war das denn? Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Ja, ich soll sterben. Das kennen wir doch schon. Maximale Stärke. Lest Zeitung! Maximale Panzerung. Ich schleich mich rum. Tarnfeld aktiviert. Scheißegal jetzt. Ich hab keinen Bock, den ganzen Shit nochmal zu machen. Maximale Panzerung. Ich bin kein Hund, ich bin ein Mensch. Gehe ich mal jedenfalls von aus. Tarnfeld aktiviert. Gott, wie sie da alle stehen. Maximale Panzerung. Ja. Tarnfeld aktiviert. Habt ihr das gesehen? Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Huch, wer ist denn da gespawnt? Da. Prophet, ich bin im Rathaus. Scheint das Hauptquartier der KVA zu sein. Keine Spur von der Geisel. Sie müssen sie in der Schule festhalten. Pläne einer Forschungseinrichtung. Könnte unsere Ausgrabungsstätte sein. Verstanden, Norman. Sobald Sie die Geisel haben, brechen wir auf. Gehen Sie zur Schule. Psycho ist unterwegs. Roger, Prophet, bin unterwegs. Maximale Panzerung. Gut, gehen wir halt in die Schule. Wie in guten alten Zeiten. Panzerspuren. Maximale Panzerung. Ich gebe ihm Deckung, was? Wo bist du denn gewesen die ganze Zeit, du Sack? Spast. Prophet, wir haben einen der Archäologen lokalisiert. Keine Panik, Schätzchen. Was ist passiert? Ich bin okay. Das ist nicht mein Blut. Petowski. Irgendwas hat ihn zerfetzt. Wir dachten, niemand würde uns retten. Wo waren Sie denn so lange? Ihr Boot war ziemlich schwer zu finden, Lady. Unser Boot? Das ist hinüber. Ich habe Langley vor einer Woche informiert. Als niemand kam, wollten wir zum Hafen, aber irgendwas will nicht, dass wir hier sind. Irgendetwas da draußen tötet Menschen. Wo ist der Rest Ihres Teams? Petowski ist tot. Die anderen sind noch an der Ausgrabungsstätte. Östlich vom Helipad, über den Wasserfällen. Helfen Sie ihnen. Sie haben keine Ahnung, was Sie gefunden haben. Können Sie uns hinbringen, Schätzchen? Sorry, Schätzchen. Aber ich gehe nicht zurück. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin.
Hören Sie, wir haben Rosendahl überwacht. Er hat im Dschungel eine Statue freigelegt. Nur, das ist keine Statue. Sie hat begonnen, ein Signal zu senden. Es hat uns zu einem Komplex im Berg geführt. Rosendahl hält ihn für den Beweis einer untergegangenen Zivilisation. Wir sind nicht so sicher. Ich glaube, wir haben es aufgeweckt. Sie haben vermutlich nicht viel Zeit. Holen Sie Rosendahls Team da raus und sichern Sie diese Insel. Egal, was für ein Ding das ist, die Koreaner dürfen es nicht bekommen. Ich störe ja nur ungern, aber sie kriegen Besuch. Eine Panzereinheit nähert sich ihrer Position. Verschwinden Sie schnell. Kümmer du dich um die Panzer, Nomad. Ich bringe Matahari an einen sicheren Exfiltrationspunkt. Toll. Machen wir aber in der nächsten Folge. Nächste Folge.